Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einer neuen 3 Uhr nachts Challenge. Ja, und ich weiß, noch ist es hell, Leute. Es hat auch einen bestimmten Grund. Es ist noch nicht 3 Uhr, wir haben noch ein paar Stunden vor uns, denn ich muss was vorbereiten. Ich werde gleich noch einkaufen gehen, dann nehme ich euch mit, denn ich brauche Proviant. Und ja, ich muss noch nachher was aufbauen dafür, und zwar werden wir zelten gehen im Garten hier vorm Haus. Nachts alleine im Zelt stelle ich mir sehr toll vor. Keiner da. Also ich meine, mit einer Freundin zelten gehen geht ja noch. Mit der Familie zelten gehen geht auch noch. Feier ich übelst. Im Sommer macht es so einen Spaß. Leute, wart ihr schon mal zelten? Dann postet mal jetzt ein Zelt-Emoji unten rein oder schreibt es mir mal. Habt ihr mal ein cooles Zelterlebnis gehabt oder irgendwas? Lasst es mich wissen. Jedenfalls brauche ich auf jeden Fall Snacks und ich sag nur eins, Cola. Ja, damit ich wach bleibe. Also das muss ich auf jeden Fall noch kaufen. Und ja, wenn es dämmert so richtig, muss ich das Zelt aufbauen und ich bereite alles vor. Und dann gehen wir später rein und übernachten dort im Garten. Auf jeden Fall lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, Leute. Bei 40.000 mache ich die nächste 3 Uhr nachts Challenge hier bei mir zu Hause. Ihr könnt doch gerne die Vorschläge unten reinschreiben, wenn ihr welche habt. Also wo ich die nächste 3 Uhr nachts Challenge hier machen soll. Und wir sehen uns einfach gleich draußen. Ich muss jetzt los. Okay, natürlich dürfen Bonbons bei Becky nicht fehlen. Aber die Frage ist nur, wofür entscheide ich mich? Seit wann gibt es so viel Auswahl? Habe ich irgendwas verpasst? Hier ist so viel, das ganze Regal. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich habe Mario-Bonbons gefunden. Was gibt es denn hier noch? Ey, das ist so schwer. Wie soll ich da denn entscheiden? Oh mein Gott, Leute, das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Und oh mein Gott, es gibt auch noch Black Edition. Oh nee, ich nehme Regenbogen und Black. Noch mehr Kontrast geht, glaube ich, nicht. Wir bauen jetzt das Zelt auf. Es ist am Dämmern. Es sieht nicht gerade so toll aus, aber ich bin ja im Zelt. Ja, jedenfalls bauen wir mein tolles 5-6 Euro Zelt auf, was ich im Angebot gekauft habe. Ja, ich bin echt gespannt, wie das aufgebaut aussieht und ob es reicht, aber ich denke mal schon. Es ist für 2 Personen und es hält Regen aus bis 600 mm, was auch immer das heißt. Und ja, egal. Ich mache es jetzt einfach. Bauen wir das Zelt auf, kriege ich wohl irgendwie noch hin. Ich habe hier auch einen kleinen Schlafsack, auch im Angebot gekauft. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich heute schon mein Outfit gewechselt habe. Jetzt habe ich wieder was anderes an, Leute. Passend zum Thema. 3 Uhr nachts. Oh mein Gott, was ist das für ein Zelt? Oh, hier ist ja auch drin. Ich glaube, das hat noch nicht mal ein Innenzelt, so ein Moskitoschutz oder so. Gar nichts. Wie dünn das ist. Ich fliege noch in der Nacht weg, Mann. Wenn es stürmen sollte, ich habe ein Problem. Ich habe ernsthaft ein Problem. Mal eben die Heringe auspacken. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, wofür das ist. Brauchen wir nicht. Tada, Beckys Zelt ist fertig. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Zelt gesehen. Was ist das für ein komisches Zelt? Und rein mit uns. Yay! Also wenn du hier drin zu zweit liegst, dann wird das sehr, sehr kuschelig. Was macht hier schon mal irgendwie so ein Insekt drin? Weg hier! Weg hier! Welcome to my Zelt. Ich glaube, hier gibt es nicht viel zu zeigen. Ein bisschen Licht werde ich haben, weil draußen leuchten die ganzen Hausnummern und so. Also ein bisschen Licht habe ich. Also da es schon ziemlich hart hier drin ist, werde ich auf jeden Fall noch eine Matratze hier reintun. Ich werde nachher noch meine Taschenlampe mit reinnehmen, mein Proviant und ja, einen Schlafsack. Aber ich glaube, das geht noch bei den Temperaturen ganz klar. Also so im Herbst und so kannst du das Zelt nicht benutzen. Weil dafür wäre es einfach viel zu kalt. Es ist eher so das Innenzelt, würde ich sagen. Das ist ja noch nicht mal eine Außenschicht. Aber ja, ich werde jetzt alles nach und nach vorbereiten und dann warten wir ab, bis es 3 Uhr ist. Hier haben wir eine Luftmatratze. Tun wir die mal hier rein. Keine Ahnung, wie ich die aufgepustet bekomme, aber wird schon irgendwie funktionieren. Kann ja nur gut werden. Aber ist es noch normal, dass ich es jetzt schon irgendwie ein bisschen gruselig finde? Allein, weil es schon dunkel geworden ist. Es ist schon echt schnell dunkel geworden. Was liegt an den Wolken? Aber keine Ahnung, es ist auch schon relativ spät. Ich habe echt so einen dünnen Lappen hier gekauft. Muss reichen für die Challenge. Oh mein Gott, was die Nachbarn wohl denken, wenn ich hier in dem Zelt bin statt zu Hause. Ich denke, ich habe mich nach ausgesperrt oder so. Kissen.
Süßer Squishmallow? Auch check. Grottige Taschenlampe? Check. Und fette Provianttüte? Check. So Leute, es ist jetzt 0.11 Uhr. Ich bin jetzt gerade im Zelt und ja, wir haben noch 3 Stunden fast bis 3 Uhr. Aber jetzt ist gerade aktuell Geisterstunde. Ja, wie man sehen kann. Ich habe das Gefühl, irgendjemand war da draußen. Kann natürlich auch nur irgendwie so ein Nachbar gewesen sein, der da langläuft. Aber ich habe das Gefühl, ich höre manchmal Schritte. Ja, egal. Auf jeden Fall bin ich hier im Zelt. Und wir müssen irgendwie die Stunden jetzt rumbekommen. Aber ich muss ehrlich sagen, Geisterstunde finde ich mindestens genauso gruselig wie 3 Uhr nachts. Und das ist auch nicht ohne. Ja, auf jeden Fall habe ich hier Zeitschriften. Ups, ein bisschen zerknickt und ich glaube, man erkennt nichts. Ich habe mir 2 Zeitschriften gekauft und ich habe Regenbogen-Popcorn. Oh nee, ich habe Chips in der Hand. Okay, das war ein bisschen fail. Jetzt habe ich es tatsächlich, okay? Darauf freue ich mich extremst. Aber ich glaube, da sind nur Streusel drauf. Ja. Dann noch meine Bonbons und Cola, Cola, Cola. Vanilla, Coke und ganz normale Cola. Ich hätte mir irgendwie so ein Zeltlicht holen sollen. Aber hier kann man auch nichts ranhängen. Manchmal hängen hier solche Bänder runter, dann kann man irgendwas aufhängen. Was ist das für ein Geräusch? Mann, warum habe ich jetzt schon Angst? Ich glaube, das ist mit Lakritz. Mögt ihr Lakritz oder hasst ihr das? Aber irgendwie schmecken die echt lecker. Übrigens, so viel zum Thema Zelten, ja? Ich habe rein aus Interesse mal gegoogelt, ja? Ob Leute irgendwie mal seltsame Dinge beim Zelten erlebt haben. Und ich hätte es lieber nicht machen sollen. Also es gibt so gruselige Geschichten dazu. Und ich habe jetzt deswegen noch mehr Angst. Vielleicht versteht ihr deswegen, warum ich jetzt gerade um Mitternacht so viel Angst gerade habe, hier drin zu sitzen. Obwohl mein Zuhause gleich gegenüber ist und ich jederzeit rein könnte. Aber ich muss ja irgendwie jetzt aushalten hier bis 3 Uhr. Vielleicht soll ich mich mit meiner Zeitschrift hier ablenken. Mal gucken, was hier Nices drin steht. Boah, ich sehe hier nichts. Echt voll dunkel. Richtig dunkel hier. Wow, so Makarons und so, diese aussehen wie Perlen. Oh mein Gott, wäre ich begabt in sowas, dann würde ich das ja machen, ne? So sieht das Regenbogen-Popcorn aus und ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das wäre auch irgendwie vielleicht ein bisschen bunt gefärbt oder irgendwas, aber da sind nur ein paar Streusel drin und das war's. Und jetzt werde ich noch ein bisschen Netflix gucken. Ich habe mir ein paar Serien runtergeladen und vielleicht noch ein bisschen auf TikTok verbringen. Und dann sehen wir uns nachher um Punkt 3 Uhr. Okay, wir haben es jetzt genau 3 Uhr. Leute, seht ihr das? Wieso flackert auf einmal mein Licht? Jetzt nicht mehr. Habt ihr es gesehen? Warum hat es gerade geflackert und dann hört es jetzt auf, wo ich das sagte? Leute, ich habe nichts gemacht. Jetzt ist das Licht wieder normal. Wie geht das? Ey, genau um 3 Uhr fängt das Licht an zu flackern und die liegt einfach nur hier rum. Ich mach gar nichts. Ich kann das nicht sein, Leute. Meine Hand ist hier. Ich bin es nicht. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwie anspreche, hört es auf. Es hört schon wieder auf. Ist es noch normal, dass es flackert? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, Zufall, ich glaube nicht. Ich habe Angst. Meint ihr, das heißt, dass irgendwelche Geister anwesend sind oder so? Ich habe nichts hier raufbeschworen oder so. Ich habe keine Rituale gespielt. Oh mein Gott. Mein Licht ist ausgegangen. Ey Leute, irgendwas stimmt hier nicht. Ehrlich, irgendwas stimmt hier nicht. Die Batterien sind auch nicht leer. Wie kann das sein? Der spinnt auch die ganze Zeit rum. Was ist das bitte? Hört ihr das? Ich höre Schritte, ich höre Schritte, ich höre Schritte. Irgendjemand ist hier. Jemand ist hier.
Hallo? Die Person will gerade. Ich hab Angst. Irgendjemand war da, aber ich habe keine Hand gesehen. Leute, jemand hat den Reißverschluss geöffnet. Das ist offen. Seht ihr das? Der Außenbereich ist offen. Jemand hat das bis zur Hälfte geöffnet. Ich gehe rein. Ich gehe rein, Leute. Nee, ich mach das nicht mehr.